Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video. Heute lernen wir wieder was bei den Karten. Heute zeige ich euch die Grundbegriffe, die ich in den nächsten Videos verwenden werde. Also wie man zum Beispiel jetzt hier das, wie man das hier macht oder wie man was abheben ist oder ja, die ganzen Grundbegriffe, die eigentlich jeder, der was mit Zaubern zu tun hat, vor allem mit Karten, lernen muss oder können muss, sonst versteht er die meisten Zauberbücher nicht. Außerdem möchte ich euch noch zeigen, wie man das hier gut machen kann oder hier dann dieses Umswitchen oder so. Ja, da verrate ich euch auch ein paar Tricks. Da könnt ihr eure Freunde auch richtig gut beeindrucken. Ja, also, das war's dann und ich leg mal los. Als erst einmal kommen wir zu den Begriffen, die man häufig verwendet. Wir haben hier ein Deck, also hier unser Kartenstapel. Das wäre der erste Begriff, den man wissen muss und natürlich Kartenstapel. Ich werde hier eigentlich die ganz geläufigen Begriffe nehmen, weil sonst wird der Anfänger leicht irritiert. Und also ich nehme hier die ganz normalen Begriffe Stapel und aber manche Begriffe lassen sich halt nicht vermeiden. So, wenn ihr dann euer Buch aufgeschlagen habt, wird dann gleich sicherlich beim ersten Trick erzählt, was ist abheben? Abheben ist das hier. Also ihr habt euren Stapel. Nehmt ungefähr bei der Hälfte, legt die oberen Stapel und dreht also den ganzen Stapel ungefähr so um. Also dass oben zu unten und oben zu unten wird. Also das geht dann so. Ja, und dann gibt es noch Doppelabheben, aber das wird meistens nicht so gebraucht. Also werde ich das euch jetzt hier nicht mal erklären. Lernt erstmal das hier so. Natürlich gibt es dann auch noch das Falschmischeln, also da mischelt man dann so zum Beispiel, ich habe jetzt hier eine letzte Karte, die muss ich wissen und da mischel ich halt so, dass die letzte Karte immer noch da ist, wo sie ist. Also ihr mischelt dann hier so, da verrate ich auch ein paar Tricks, wie ihr falsch mischeln könnt, also dass ihr dann zum Beispiel immer die letzte Karte nach hinten steckt, also dass er dann, muss natürlich unauffällig sein, aber dazu mache ich mal ein anderes Video, da das auch eigentlich eine Kunst für sich ist, das Falschmischeln und die Ablenkung und da können wir auch ein ganzes Buch drüber schreiben. Ja, das wär's dann eigentlich schon von den Begriffen, die ich brauche, die ihr brauchen werdet bei meinen Videos und die ihr bei allen Zaubervideos sage ich jetzt schon, Zauberbüchern, Zauberanleitungen braucht eigentlich. Und zum Abschluss noch einen kleinen Trick, wie ihr nochmal eure Freunde beeindrucken könnt. Zum Beispiel jetzt einfach nur mal so kurz an der Bar. Oder, ja, ich bin hier der Pokerman, ja, oder so. Mach den Trick einmal vor. Also, der geht so. Das ist ein wunderbarer Trick, den man auch beim Zaubern gut verwenden kann. Also so kurz mal so ein bisschen, dass man die Leute, die Zuschauer beeindrucken kann. Also ihr breitet eure Karten aus, also schön dicht beieinander, wenn ihr es nämlich zu weit weg habt, hier zum Beispiel in der Mitte, da klappt es so um, da klappt das nämlich nicht so gut, also schön dicht und gleichmäßig beieinander, ich mache das nochmal so, jetzt habe ich hier einen Kartensalat, so meine ich, und dann nehmt ihr das untere Ende, also hier die letzte Karte, wo alle drauf liegen und kippt die dann halt so um. Ja, dann ist euer Stapel halt so wunderbar umgedreht. Und wenn ihr dann zum Beispiel sagt, ich habe hier einen Stapel Karten und die sind nicht manipuliert, also hier zum. Ja, jetzt habe ich es schon wieder. Also, man sollte das üben. Ich mache es nochmal. Also, hier seht ihr einen Stapel Karten und der ist nicht manipuliert. Also, ich teile den jetzt hier nochmal aus und der ist wirklich nicht manipuliert. Ja, so zum Beispiel. Und wenn euch da ein Fehler unterläuft, nicht viel rummachen oder nicht viel entschuldigen, einfach gleich weiter, so wie ich jetzt hier gerade gemacht habe, bei dem hier, da einfach weitermachen und nicht viel drumherum reden und entschuldigen, da macht er einfach weiter, das stört nämlich auch den Zuschauer. Also ich hoffe, euch hat dieses Video mal wieder gefallen und ich freue mich, wenn ihr dann mal wieder hier ein neues Video übers Zaubern oder weitere hilfreich Videos hier auf Hilfreich TV anschaut. Natürlich könnt ihr auch diesen Kanal abonnieren, habe ich auch selbst gemacht, da hier wirklich wunderbare Tricks drauf sind und ja, die sind einfach gut. Und bis zum nächsten Video.